Moin Leute! Heute geht's mal um meine EDC Trinkflaschen. Viel Spaß! Ja, ich zeige euch heute mal, was ich für Trinkflaschen und für Thermobecher die ganze Zeit benutze bei mir. Und genau, fangen wir einfach mal an mit meinen Trinkflaschen. Die habe ich mir alle selbst gekauft, nichts ist hier gesponsert oder so, ne? Ist klar. Das hier ist eine 720 Degree Flasche in der 1 Liter Version. Finde ich sehr angenehm. BPA-frei und man kann im Prinzip alles austauschen, man kann alle Dichtungen austauschen, man kann ihn hier oben abdrehen, man kann ein Sieb einsetzen, indem man zum Beispiel Zitrone oder so mit reingeben kann, das benutze ich aber aktuell nicht so häufig. Man hat noch eine Füllstandsanzeige auf der Rückseite, also man hat dieses Ding hier, das kann man leider nicht abmachen, deswegen kann man es nicht in die Spülmaschine tun, das Unterteil zumindest, den Deckel kann man in die Spülmaschine machen, der wegen diesem Band hier, das nicht abgeht, kann man halt eben die Flasche selbst nicht in die Spülmaschine machen, die muss man von Hand spülen. Aber mein Gott, da habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Ich hatte lange Zeit nur eine und da bin ich jetzt auf eine Zwei-Flaschen-System übergegangen, damit ich 2-3 Tage die eine Flasche nutzen kann und dann 2-3 Tage die andere und immer in der Zeit, wo eine der beiden Flaschen nicht benutzt wird, wird die andere sauber gemacht. Genau, das funktioniert eigentlich ganz gut und so hat man immer eine relativ saubere Flasche, auch wenn man sie von Hand spülen muss und deswegen habe ich 2. Ich bin mit denen sehr zufrieden und kann ich nur empfehlen. Mega gut. Genau, dann will man ja aber auch mal heiße Getränke mitnehmen. Hier kann man ja eigentlich hauptsächlich nur Wasser mitnehmen und dann will aber auch was Heißes mitnehmen. Und für den halben Tag in der Uni habe ich so eine Emser Flasche, die haben hier oben diesen ikonischen Knopfdruck-Entriegelung. Ja. Hält auch die Getränke gut warm. Ich hatte da anfangs ab und zu mal Kaffee drin. Mittlerweile trinke ich aber nur noch Tee. Deswegen habe ich jetzt hier Tee drin. Muss dazu sagen, selbst wenn man das Ding heiß ausspült, mit viel Spüli und auch oft ausspült, es dauert, bis der Kaffeegeschmack hier wieder raus ist. Das war dann immer nicht so lecker, wenn es sich so mit dem Tee so ein bisschen vermischt hat. Obwohl ich die sowohl in der Spülmaschine hatte, als auch von Hand mehrmals mit kochendem Wasser ausgespült habe, hat sich das da irgendwie drin reingesetzt. Also wenn ihr das macht, würde ich euch empfehlen, eine nur für Tee zu benutzen, eine nur für Kaffee oder halt eben nicht zu mischen. Jedenfalls nicht dauerhaft. Ist das nicht so praktisch, das ist mir bei der auf jeden Fall aufgefallen. Ansonsten bin ich mit der sehr zufrieden, also für einen halben Tag, wenn man unterwegs ist, reicht das vollkommen aus. Ich glaube, das ist die, 500 Milliliter? Ich glaube schon. 500 oder 250, bin mir nicht genau sicher, aber gibt es verschiedene Größen. Sehr zufrieden damit. Und dann habe ich hier noch so eine Standard-Thermos-Flasche. Die hat einfach hier oben so einen Deckel. Ja, sonst nichts. Ist eigentlich eher keine richtige Thermosflasche, sondern einfach nur eine Metallflasche, die ein bisschen Isolierung hat. Und die benutze ich, wenn ich längere Zeit unterwegs bin, einen Tag oder so, und Tee mitnehmen möchte. Das ist auch nicht schlimm, wenn das dann ein bisschen drin abkühlt, weil man hier ja keinen Deckel hat, in dem man sich das reinkippen kann. Ja, das geht ja nicht, sondern man muss wirklich aus der Flasche trinken und wenn es dann einem zu heiß entgegenkommt, ist es natürlich unangenehm. Deswegen benutze ich die dafür. Oder man kann auch gut kalte Getränke in der hier drin machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ein Pistolero, nennt sich das. Das ist im Prinzip ein alkoholfreier Cocktail eigentlich. Da shakt man sich Sahne mit zum Beispiel Mango- oder Maracuja-Saft und Mandelsirup und Eis im Shaker. Dann kommt das hier rein und dann kommt entweder Blue Curaçao oder man kann auch Grenadinsirup noch oben drauf geben. Und das habe ich mir ab und zu hier drin mal gemacht und dann halt mitgenommen, weil es super lecker schmeckt und mal was anderes ist als zum Beispiel nur Saft oder nur Wasser oder nur Tee. Das sind die 4 Flaschen, die ich eigentlich die ganze Zeit am Benutzen bin. Wenn ich zu Hause rumlaufe, habe ich eigentlich immer die Wasserflasche dabei. Ich habe sie eigentlich immer dabei, weil ich trinke viel, ich muss viel trinken. Jeder muss viel trinken. Deswegen habe ich immer diese Flasche dabei. Die wird am Tag bestimmt 2-3 Mal aufgefüllt. Und ich habe die beim Laufen dabei, ich habe die in der Uni dabei, ich habe die am Tisch dabei, ich habe die am Bett dabei. Überall habe ich diese Flasche dabei und alle 2-3 Tage wird die halt eben durch die andere ausgetauscht und dann halt eben sauber gemacht. Die 2 mache ich natürlich immer sauber, nachdem ich sie benutzt habe, weil ich sie nicht so oft brauche wie die Wasserflasche, reicht das vollkommen aus. Benutzt ihr für Flaschen, Thermobehälter in eurem EDC oder tagtäglich? Macht ihr was anders als ich? Oder
ja, was ist da euer Setup? Würde mich interessieren, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, vielleicht kann man sich da ja noch eine Inspiration holen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da und abonniert euch gerne den Kanal, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Ciao.